Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir darüber, ob man als Model arbeiten kann, wenn man klein ist. Ja Leute, ich hatte gerade eben noch ein Fotoshooting mit 4 anderen Models zusammen. 3 Mädels und ein Typ. Und wir waren alle relativ groß, außer ein Mädel, die war etwas kleiner. Und da ist mir eingefallen, dass ich echt viele Fragen von euch bekommen habe. Und zwar zum folgenden Thema: Kann ich modeln, wenn ich klein bin? Einige haben dann geschrieben, hey Daniel, ich bin 1,69 Meter oder 1,70 Meter, kann ich auch dann als Model arbeiten? Oder manche haben auch geschrieben, hey Daniel, lohnt es sich überhaupt, wenn ich klein bin, um mich bei Modelagenturen zu bewerben, oder falle ich da direkt aus dem Raster? Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, knüpfe ich mir doch mal diese Frage vor. So, ich kann dazu jetzt nicht Ja sagen, als auch nicht Nein sagen. Also, das ist natürlich eine Frage, welcher Modeltyp bist du? Denn es gibt unterschiedliche Modeltypen, das wissen die meisten Leute gar nicht. Die sagen einfach, ja, okay, der ist Model, ja, vom Beruf Model, okay, Model ist gleich Model. Nein, ist es halt nicht. Es gibt Fitnessmodels, es gibt Sportmodels, es gibt Fashionmodels, es gibt Commercial Models, es gibt Plus-Size-Models, es gibt verschiedenste Arten von Models. Und jede Modelart oder jeder Modeltyp hat natürlich auch gewisse Anforderungen. Und da gehe ich jetzt mal hier drauf ein. Kommen wir als allererstes zu den High-Fashion-Models. Wenn du als High-Fashion-Model arbeiten möchtest, ja, dann musst du auf jeden Fall eine gewisse Größe mitbringen. Da reichen keine 1,70 Meter aus. Wenn du auf den großen Laufstegen dieser Welt arbeiten möchtest und für namenhafte Namen, Designernamen laufen möchtest und arbeiten möchtest, dann brauchst du eine gewisse Größe. So, da geht kein Weg dran vorbei, da kannst du nicht als kleines Model um die Ecke kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt für Armani, Harper's Bazaar oder sonst was laufen oder arbeiten. Funktioniert nicht. So ist es so. Ich kann es mir so erklären, dass, also generell, es ist einfach so, ja. Aber ich kann mir zudem noch zusätzlich erklären, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein neues Kleid angefertigt wird von einem bestimmten Designer, das Kleid hat natürlich viel mehr Stoff, wenn du es einer großen Person präsentierst. Und somit hat der Designer natürlich die Möglichkeit, sein Kleid in einer gewissen Vielfalt zu zeigen und hat natürlich viel, viel mehr Fläche. Bei kleinen Models sieht das natürlich nicht ganz so gut aus, ja? Und man kann halt auch nicht so viel Stoff verwenden. Das ist zum Beispiel ein Mitgrund, warum bei High-Fashion-Models ja wirklich immer nur richtig große Leute gesucht werden. Was am nächsten zu den High-Fashion-Models dran ist, sind die Commercial-Models, ja? Was sind Commercial Models? Commercial Models sind zum Beispiel, machen wir es ganz einfach, Commercial Models sind die Models, die ihr ständig in der Werbung seht. Ja, egal ob in der Fernsehwerbung zum Beispiel Nivea, Handcreme oder Rasierer, Philips oder Bankkaufmann, Versicherung oder die Mami von nebenan, das liebe Mädchen von nebenan. Also solche Personen, mit denen ihr euch identifizieren könnt. Ja? Und das ist eigentlich auch die größte Sparte an Models. Als Commercial Model musst du nicht zwangsweise groß sein. Es hilft dir natürlich, wenn du eine gewisse Größe mitbringst, weil dann kannst du natürlich auch einige Fashion Jobs machen, aber du musst nicht zwangsweise groß sein. Da ist es viel wichtiger, dass du eine gewisse Ausstrahlung hast und dass du auch eine gewisse Wandelbarkeit mitbringst. Ja, wenn du da jetzt zum Beispiel 1,73 Meter bist, ist das kein Problem als Frau. Ja, da kannst du auch sehr gut arbeiten. Ja, das ist eigentlich zum Commercial Model. Also da muss auch die Wandelbarkeit ist hier ganz wichtig. Ja, zum Beispiel auch ich kann als Commercial Model sehr gut arbeiten. Ich kann zum Beispiel den Versicherungskaufmann machen, ich kann den Daddy machen, den jungen Papa, ich kann aber auch den Hundehalter machen oder halt auch einen Jugendlichen spielen, ja, wenn ich mich rassiere vielleicht. Also das geht eigentlich. Da ist natürlich auch die Wandelbarkeit echt ganz, ganz wichtig. Kommen wir zu den Social Media Models. Ja, da ist die Größe natürlich komplett irrelevant. Da ist die Größe deines Kanals viel relevanter. Wenn du zum Beispiel auf Instagram eine fette Reichweite hast, dann spielt die natürlich eine viel wichtigere Rolle als deine Körpergröße. Ja? Allerdings müsstest du darauf aufpassen, wenn du als Social Media Model arbeitest, dass du halt nicht jedes Produkt bewirbst. Ja? Also dass du zum Beispiel nur Fitness Social Media Model bist, sage ich jetzt mal, dass du nicht irgendwie mit Handwerkszeug um die Ecke kommst und nicht für jede Firma irgendwie Werbung machst, denn die Firmen wollen natürlich wirklich zielgruppengerechte Werbung und da solltest du auch wirklich nur diese Produkte bewerben, die deine Zielgruppe entsprechen. Dann gibt es natürlich auch noch Plus-Size-Models. Ja, da ist die Größe auch eher nebensächlich, also die Körpergröße. Ja, man sollte natürlich eine gewisse Fülle mitbringen, aber die Körpergröße ist da auch eher nebensächlich. Was zum Beispiel bei Sportmodels und Fitnessmodels ebenfalls der Fall ist.
Wenn du als Sport- oder Fitnessmodel arbeiten möchtest, ja, dann musst du auch keine gewisse Größe mitbringen. Es ist da viel, viel relevanter, dass du halt in der Sportart sehr, sehr gut bist und dass du die Sportart wirklich 1A beherrschst, in der geshootet werden muss. Ja, bei Sportmodels ist es zum Beispiel so, dass du zum Beispiel auch als Body-Double arbeiten kannst. Da sollst du natürlich ungefähr den Body mitbringen von der Person, die gedoubelt wird. Aber du sollst auch die Sportart wirklich top beherrschen. Und das ist viel, viel relevanter als deine Körpergröße. Bei Fitnessmodels ist das ebenfalls der Fall. Fitnessmodels sind natürlich noch nischiger als Sportmodels, denn da kommt es wirklich lediglich auf deinen Körper an, also dass du einen definierten, perfekten Fitnessbody hast. Das ist natürlich hier sehr, sehr wichtig. Wenn du zusätzlich als Model noch international arbeiten möchtest, ja, wenn du zum Beispiel ins Ausland gehen möchtest und dort arbeiten möchtest, dann ist es aber auch extrem wichtig, dass du eine gewisse Größe mitbringst. Da würde ich mal so sagen, wenn du jetzt mich fragen würdest, wie groß muss man denn sein, wenn man hier nicht im Ausland arbeiten möchte. Wenn du im Ausland arbeiten möchtest, beziehungsweise international arbeiten möchtest als Model, dann solltest du als Mann Minimum 1,85 Meter sein und als Frau solltest du Minimum deine 1,75 Meter mitbringen. Warum ist das so? Die Agenturen im Ausland, die wollen natürlich Models auf ihrem Modelboard haben, die im Prinzip so ein All-in-One-Model sind, die in TV-Spots eingesetzt werden können, die aber auch bei Fotoshootings eingesetzt werden können, die aber auch bei Fashion-Shows eingesetzt werden können. Also so im Prinzip so eine Komplettlösung. Wenn du jetzt wirklich darüber nachdenkst, ins Ausland gehen zu wollen als Model, dann musst du auf jeden Fall eine gewisse Größe haben. All in all nochmal zusammengefasst, es gibt kein Ja und kein Nein. Es kommt ganz darauf an, welcher Typ Model du bist. Also als allererstes sollst du herausfinden, welcher Modeltyp du bist und dann kannst du natürlich dann dementsprechend auch die Frage beantworten, muss ich groß sein oder muss ich nicht unbedingt groß sein. Mehr zum Thema Model werden, ja, gibt es in meinem Videokurs. Also wenn du wirklich drüber nachdenkst, Model werden zu wollen, dann check meinen Videokurs ab, den Link packe ich in die Beschreibung rein. Ansonsten, falls ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich über eure Kommentare und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video so ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Bis dahin, viel Erfolg beim Modelwerden.